Auf meiner Happy and Slow Reise durch die Toskana stelle ich besondere Orte der Entschleunigung vor und gebe Tipps für kleine Auszeiten aus dem Alltag, die helfen, wieder in die eigene Kraft zu kommen. Heute geht es um das Thema Heilwasser, Thermalwasser. Und was viele Menschen gar nicht wissen, das Thermalwasser hat eine heilende Wirkung auf den Körper und ja, bewirkt wahre Wunder und senkt vor allen Dingen Stresspegel. Deswegen bin ich aufgebrochen zu Val d'Orcia in die Toskana. Hier sieht man sie ein bisschen. Hier gibt es das Heilwasser des Bagno Vignoni, das auch das Wellnesshotel Adler Thermal Spa und Relax für seine ganzheitlichen Therapiekonzepte und Thermalbecken nutzt. Die heilende und reinigende Wirkung des Thermalwassers ist wissenschaftlich belegt, also gerade dieses Thermalwassers. Und das Besondere an diesem Wasser sind die Inhaltsstoffe, denn sie haben viele Mineralien, Spurenelemente, Schwefel, Jod, Kali und sind von der Zusammensetzung jedes Mal anders. Also es entspannt die Muskulatur und bei einigen chronischen Erkrankungen, Allergien, Gelenkschmerzen und auch Rheuma wirkt es sehr lindernd. Wissenschaftliche Studien haben bewiesen, dass es den Stresspegel rapide senkt und auch in der Prävention bei Burnout und Stresserkrankungen sehr gut helfen kann. Ich habe das Adler Spa ausgewählt, weil es kein klassisches Wellnesshotel ist. Denn hier geht es darum, neben der Schulmedizin alternative Heilmethoden zu verbinden. Hier gibt es viele Angebote für deine persönliche Auszeit. Von Meditation, Yoga, Achtsamkeitstraining, Haki-Flow-Methode. Also es geht wirklich darum, dich hier fit zu machen für den Alltag, um mit deinem Stress besser umzugehen. Thermalwasser kann häufig auch getrunken werden. Dann passiert etwas ganz Besonderes, denn die antioxidative Wirkung kommt zur Geltung. Das heißt, die freien Radikalen werden blockiert und das Wachstum der Zellen im Alterungsprozess wird verlangsamt. Also ein wahrer Jungbrunnen, den man für sich nutzen kann. So, und hier ist es, das Bagno Vignoni. Und das haben die Etrusker im 7. Jahrhundert schon für sich als Thermalquelle genutzt. Daher kommt mein heutiger Gesundheitstipp aus der Toskana. Nutzt die reinigende und kräftigende Wirkung des Thermalwassers, um wieder zu euch zu kommen, den Stress mal komplett loszulassen. Sucht euch ein Thermalbad in eurer Nähe oder macht euch auf in die Toskana, möglicherweise zum schönen Adler Spa Hotel.